Houston. Who? Who? My daughter, you fucking scum. Alter, was? Was geht denn jetzt ab? Nee! Warum? Wo ist Bonnie? Thank you. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up. Solider Joke dafür, dass man gerade zusammengeschlagen wurde und am Galgen hing, 5 Sekunden von seinem Tod entfernt. Muss auch mal sein jetzt hier, nach so einem anstrengenden Tag. Cash am Blackjack Tash. One more time. 21, 20, du hast verloren. Ich hab gewonnen, gib mir ganz viel Cash. Ach komm, ey, YOLO, man lebt nur einmal, ey. Ich kauf mir den Scheiß, ey. Also habe ich gerade Fettkohle beim Blackjack gewonnen. Das ist jetzt mein neues bescheidenes Reich hier. Oh shit, tot. Das ist ja wirklich sozusagen ein Main-Event. Hey, fuckers! A live one! He says, Bill's already run off to Mexico yesterday morning. John, I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. Steige aus dem Swag, dreh das Bett auf. Herzlich willkommen zu Knaller durchgenommen. Red Dead Redemption. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und I'm getting money. Nicht schlecht, dass ihr das irgendwie so schnell parat habt. Liebe Regie, haben wir eigentlich einen Recap? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht gefragt vorher. Ja, das lief vor dem Intro. Ach, das lief schon, ja. Ah, dann wisst ihr ja, was passiert ist. Gut, dann machen wir an der Stelle einfach weiter. Ich habe es hier nämlich nicht gesehen, das ist ja eine Aufzeichnung und also alles manchmal ein bisschen anders. Ich weiß aber, dass ich jetzt gelernt habe, ein Camp zu machen und dementsprechend genau an der Stelle, an der ich abgespeichert habe, auch wieder rauskomme. Das ist schon mal sehr schön. Muss mich jetzt aber doch dann mal kurz orientieren. Wir hatten ja zuletzt die krasse Schlacht bei Fort Mercer, ne? Und ich meine, es hieß dann ab nach Mexiko. Finger in Po, Mexiko. Wir sehen auch hier, auf der Karte gibt es eigentlich keine großen Hauptmissionen zurzeit. Da ist was. Das könnte aber schon der Weg nach Mexiko sein, weil das ist auch so ziemlich die einzige Story-Option, die sich mir gerade bietet. Hier befinde ich mich gerade und hier muss ich hin. Jetzt überlege ich gerade, wie ich da am schnellsten hinkomme. Ich könnte zum Beispiel erstmal nach Hannigan's Stead und von dort aus südlich. Was haltet ihr davon? Findet ihr das geil? Findet ihr das super? Wollen wir das so machen? Okay, dann machen wir das so. Hoffentlich geht das jetzt so, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt machen wir nämlich zum Zielort reisen. Nach Wegpunkt reisen. Hätte ich den Wegpunkt jetzt auch direkt zu Iris setzen können? Nee, ne? Das geht wahrscheinlich nur bei großen Städten. Man weiß es nicht. Muss ich vielleicht das nächste Mal ausprobieren. Mach doch mal die Tür dazu. Manche Leute arbeiten hier. Ja. Ja. Also sowohl als auch. Danke. So. Tschö. Die Grafik, Jungs, das sind die Rockstars hier. Hä? Wieso ist denn dann X? Ach so, weil ich da das Ziel hingesetzt habe, glaube ich. Da ist doch gar nichts. Doch, da ist was. Ach, das ist wieder irgendeine Sidequest. Follow Charlie. He's a good one to snip out trouble. Stay close to Charlie. Ach, das ist wieder dieses. Nein.
Will ich nicht. Wo ist mein Pferd? Muss ich das jetzt machen? Na gut, dann mache ich es halt. Oh, diese Hundespürmissionen sind das Schlimmste. Guckt euch die Geschwindigkeit an, in der er sich bewegt, ey. Da, in der Hütte. Eindeutig. Oh, oh. Oh, und hier spiegelt sich wieder der Monitor. Ich kann kaum was erkennen. Sag mal Hund. Ne, ernsthaft? Wieder zurück? Oh, ist an Spannung kaum zu überbieten. Was ist denn, wo denn? Ich höre es. Oh, da. Was passiert hier? Was passiert hier? Welches ist der Böse? Der? Ist das der Böse? Vielleicht ist das gar nicht der Böse. Das ist gar nicht der Böse. Ich raff ja nicht. Dieses Dorf ist auch echt ein bisschen... Wo ist jetzt der Hund? Hier. Okay, das war einfach nur eine Schießerei. Passiert in den besten Städten der Welt. Jetzt rennt er wieder. Jetzt bellt er. Das hat er jetzt von da hinten. Achso, den muss ich noch fesseln. Ja, lass dir Zeit, der andere entkommt erstmal oder was? Wo ist er? Du hast ihn gehen lassen. Da ist er doch noch. Das ist er doch. Ist er das? Get this hip off of me. It's making me nervous. Warum schreien die denn alle so? Ich bin doch ein super Sheriff, ich habe doch alles richtig gemacht. Die hört überhaupt nicht mehr auf zu schreien, die Alte. Ah, Sheriff weiß es zu schätzen. Wie viel Geld gibt es? Ah, 85, nee, 56. Naja, okay, wird nicht mehr wie vorkommen. Ich werde hier diese Hundemission nicht mehr machen. So, wo ist jetzt mein... Ich will doch zu Irish, lasst mich doch mal. Es kommt auch immer aus der Richtung, in die man nicht guckt, ne? Wahrscheinlich extra so programmiert, damit man nicht sieht, wie sich das Pferd materialisiert. Achso, vielleicht sollte ich mal auf der Karte mir ein bisschen Navi machen. Da. Sehen wir nämlich, ich muss in die andere Richtung. Was ist denn jetzt schon wieder? So. Ab nach Mexiko. Weg aus diesem Kaff hier. Ich konnte das noch nie leiden. Hä? Moment. Hier ist der Weg. Wo ist denn der Weg? Ich sehe wirklich nichts, Leute. Müsst mir das glauben, wenn es dunkel ist. Bei Red Dead Redemption. Ja, hätte ich auch auf der Spur bleiben können. Geil. Dann, der Monitor, den wir hier haben, das ist wirklich wie ein Spiegel. Das ist keine Ausrede. Das ist keine Ausrede. Ihr könnt wirklich... Jetzt mal ernsthaft, Leute. Ach, wieder hier runter.
Ach, ich weiß, wo das ist. Da war ich da auch schon mal. Ich erinnere mich. Dunkel. Da habe ich so eine Verbrecherbande gestellt und wurde als Belohnung vom Volk verfolgt. Durch die Prärie. Das war doch genau sogar hier. War das nicht sogar exakt hier? Ja. Where the hell is everyone? So, hab ich doch gut gemacht. Yes, well, that's what makes you such an interesting fellow, Mr. Irish. Ah, Mr. Marston, I've come to wish you well. How are you, sir? I'm okay. It seems that our friend, Mr. Irish here, is well connected south of the border. Oh, it's true. They love me down there. It's like a second home. I've got more friends than you could shake a stick at, should you so desire. So you know the way? Oh, it's easy. We just get on me raft here and let the current sweep us away to paradise. Come on then, Dovey. I'm not sure your idea of paradise and mine are quite the same, Irish. Relax, we'll have a great time and we'll find your man Williamson, no bother. I hope so. Hey, come on now. Look at it this way. I know we ain't exactly old pals, but, you know, have I ever done you wrong? No, but not through lack of trying. Hey. Well, you boys have fun down there. I shall miss you, John Marston. Thank you. Where are you headed? Oh, me? Oh, London, or Paris, or maybe Peking. I'm a traveling man, sir. This land is much too small for the likes of me. Well, try not to get yourself killed. Oh, well, yes, we men of science are not a very loved bunch in this land of myth and superstition. I'm off to the civilized world, where men like myself are revered and given medals. Ha! Have fun. The same to you, sir. The same to you. Und jetzt? Nice of you to turn up for once, Irish. Das ist jetzt in usual fashion, you conveniently so, so wird dir der Fluss überquert. What can I say? I woke up with me head in a pair of pits and it felt ill-mannered not to get reacquainted with him. At least you got your priorities straight. You know me, Johnny boy. Lass mich raten, das Seil reißt und wir treiben irgendwo ganz woanders. Wird schon klappen. Was soll schief gehen? Shite, somebody doesn't like us. Too many of them. Cut the rope. Warum schießen die auf mich? And I'll be bugged backwards. Guess I got to go on this just then I remember on my last visit to Mexico. Let's go with the river. You'll have to stop chasing us for this. I'm warning you. Let the head down. Hey, there's more ammunition in a box at the back of the raft. For the love of God. Das glaube ich lieber mit dem Revolver. Auf Distanz ist der, glaube ich, besser. Was ist denn jetzt hier Phase? Es ist doch genauso gekommen, wie ich es hervorgesagt habe. Vorhergesagt habe. Mann! Er trifft halt nichts, ne? Ja, das war's jetzt gleich. Geh doch mal da! Duckst du dich vielleicht wieder? Ich sehe nichts. Och man, Leute, ey, das ist auch echt ein Krampf manchmal. Es ist pechschwarz hier. Ich kann nicht mal sehen, wo irgendwas ist. Wie soll das denn so gehen? Es ist auch immer Nacht in Red Dead Redemption. Keep your eyes peeled. They're all along the bed.
Oh. That ain't nice! Das Gewehr ist doch besser auf Distanz als die Pistole. Wo denn? Da. Oh my good lord. Alter. Oh. Der Wilhelm-Schrei auch, ne? Heads up! More of them up on the cliff to the left! Das ist wie Whack-a-Mole. Hier, Whack-a-Mole. This ain't exactly the reception I was expecting. They're not ones to forgive and forget, these fellas. Secret Sons of the Prophet! What the hell did you do to these fellas? Alter, wie viele sind das denn? Aber sogar... Ey, man muss auf den Radar gucken, dann sieht man, wie viele das noch sind, ey. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Komm, Johnny Boy. Es ist auch schon fast wirklich so ein bisschen albern, muss man sagen, wie oft auf ihn von allen Seiten geschossen wird. Wer fährt eigentlich dieses Schiff gerade? Dieses Schiff, dieses Floß. Keine Muni mehr im Gewehr. This is the fourth time your so-called friends have nearly got me killed. I thought you said they loved you over here. They do. At least the lassies do. Oh, the big brown eyes. Ach, hier gibt's Munition. Turn into butter, they would. And the Mexicans know how to make a bottle of liquor too. What, that pulque? Now there's a drink as would take the frost out of a frosty morning. Oh, you're gonna have some fun. I'm just here for Bill Williamson. Well, I'm glad to be back. This place is a wild devil's paradise. Apart from the fellas trying to kill you. Down here they call me El Rato, the cat, on account of me stealth and cunning. I'm pretty sure Rato means rat, my friend. I like it though. A little more inventive than Irish. Well, you Americans never were very creative with your use of language, was you, John Marston? So, jetzt? Scheit, there's more fools behind that rock! Das ist nicht euer Ernst. There's the bastard! I want that money very well! Duckt sich erst so spät, nachdem er geschossen hat. Guck mal hier, da ist noch eine ganze Sekunde, wo er bis an dem Gewehr. Vielleicht ist besser das hier. Das ist die Schrotflinte. Oh my good lord!
Hollow. Die explodieren immer und fliegen immer gleich ins Wasser. Warum? You tell me. You must have been called it a few times. So. Jetzt, wo die Schießerei zu Ende ist, geht die Sonne auf. Da oben. Was? Reines Auto-Aiming. Hat nicht eben die Sonne. Was ist denn hier für ein Wetter die ganze Zeit? Oh. Hey, hätte ich nicht gedacht, dass der so da ins Wasser fliegt. Irgendwas lenken eigentlich. Aber ich kann mir Munition holen. There's a beach coming up on the left. Hang on, we'll be on dry land soon. God damn it, there's another two. Am I glad to be getting out of that floating death trap. These horses look fresher and healthy. Before you degrade these poor fools any further, tell me where I'm headed. Of course, let me think. You do know people down here, aside from your friends who welcomed us on the way. Yes, I think so. I was real drunk last time I was here, John. You know how it is. I met an American guy, saw him shoot a man, drank with him in the village of Chuparosa. Funny guy. Or was that Canada? No, that was Canada. Guy here, not funny, but he's real nice. Failing that, you could try the provincial governor, Colonel something or other, some Spanish name. He's based out of Escalera. Played three-card stud with him. Or was it four-card Monty? I forget. He was a real nice chap. Or maybe he was a real bastard. I was real drunk last time, John. Well, thanks a lot for your help. Ich will ihn einfach abknallen in Irish. Oh, let me guess. You gotta be on your way. The famed hospitality isn't what it once was. And I've never been known to overstay me welcome. So off I go to greener pastures. Good luck, John. You're an angry and a feck ugly man, but not a bad one. So, jetzt bin ich wohl im Mexiko oder was? Ich guck mal auf die Karte. Krass, das war gar nicht so weit. Ich bin von hier, ja, da einfach runter. Und jetzt muss ich hier hin, oder was? Landon Ricketts, wer ist denn Landon Ricketts?
Das hier ist DeSanta. Ist das dieser Colonel? Colonel DeSanta? So oder so, beides noch ganz schön weit weg. Als nächstes wäre das hier. Da komme ich ja zwangsläufig mehr oder weniger vorbei. Was ist das? Was ist das eigentlich da im... Ach, das sollen Wellen sein, die gegen Steine klatschen. Just a little something for my trouble. Da war da noch einer. Haben wir zwei abgeknallt, oder? Ah, das sind die beiden. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Dann halten wir mal los. Let's go! Mexiko! Ist das jetzt schon Mexiko? Fingern pro Mexiko? Let's go. Come on. Sieht jetzt nie so anders aus. Mehr Prärie. Hä? Hä, hier habe ich doch einen Wegpunkt hingesetzt. Hier müsste doch eigentlich... hier ist halt nichts. Zurück auf die Straße. Und jetzt folgen wir der Straße. Hola! Was ist das da oben rechts? Man weiß es nicht. Diddle-me. So. Hier müsste aber doch jetzt echt was sein. Ey Leute, ich raff's nicht. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Ist das einfach nur eine Verzierung? Und das ist überhaupt nichts, oder was? Hier müsste doch eigentlich irgendwas sein. Ist es das da? So, ich muss sowieso kurz mal Werbung machen, aber ich raff's nicht. Eigentlich müsste da was sein. Laut Karte ist ein Riesengebäude. Was habe ich wieder falsch verstanden? Wahrscheinlich ist das einfach nur Verzierung für die Übersichtskarte oder so. Ja, ich werde es gleich sehen. Wir machen gleich weiter. Jetzt gibt es Werbung und dann geht es weiter hier mit Red Dead Redemption. Bis gleich.